Name ist Patrick Enzinger, ich bin Co-Founder und Geschäftsführer von der Smart Inspection. Wir sind ein Ingenieursbüro und ein Unternehmen in den Wiener Stadtwerken und wir beschäftigen uns mit Inspektionen mittels Drohnen und Roboter. Und da gibt es verschiedene Use Cases, wie zum Beispiel die Inspektion von Fassaden, von Gebäuden, von Assets, ja, mit Hilfe von Drohnen oder Roboter. Das heißt, im ersten Schritt werden diese Daten mit den Gerätschaften gesammelt und diese Daten werden dann mit einer Plattform, die wir haben, in einen Bericht mehr oder weniger dann implementiert und in der Wertschöpfungskette können die Gutachter dann diese Berichte erstellen und Auswertungen durchführen. Also ja, die Idee ist damals in der Innovationschallenge entstanden. Mein Kollege, der Michael Elias und ich haben damals mehr oder weniger die Idee geboren und es ist einfach darum gegangen, dass man bestehende Inspektionen in der Wienenergie nochmal verbessert, nochmal optimiert, mit neuen Technologien eben. Und da war das Ziel, Kosten natürlich zu sparen, Kosten zu senken. Also man braucht zum Beispiel keine Gerüste mehr für Bauwerke, sondern kann Drohnen einsetzen. Und in weiterer Folge muss auch die Datenqualität passen. Das heißt, die Berichte, die wir dann liefern, müssen in höchster Qualität dann zur Verfügung gestellt werden. Der Gründungsprozess ist eigentlich anders abgelaufen wie bei einem klassischen Startup. Wir sind ja als Team in der Wienenergie gestartet. Wir haben in dieser ersten Acceleration, Beschleunigungsphase nennen wir es, einmal Tests durchgeführt und haben dann, ähnlich wie bei 2 Millionen Euro, unsere Ergebnisse dann auch wirklich bei der Geschäftsführung präsentiert. Das heißt, es war wirklich nicht nur technische Machbarkeit, sondern auch dieser wirtschaftliche Nutzen, den wir darstellen mussten und natürlich auch wollten. Und so haben wir uns sukzessive nach vorne gearbeitet, Use Case für Use Case, eines nach dem anderen. Ja, und dann schlussendlich nach 1,5 Jahren haben wir uns dann gemeinsam mit der Geschäftsführung der Wienenergie dazu entschieden, die Smart Inspection als Unternehmen in den Wiener Stadtwerken zu gründen. Also was ganz wichtig ist, was ich mitgeben möchte, ist, dass man immer seine Idee weiter verfolgt und nicht locker lässt. Das ist immer gut, sich mehr oder weniger auf neue Technologien zu stürzen, eben auch den wirtschaftlichen Nutzen dann im Hintergrund zu beleuchten. Was kann ich noch mitgeben? Ich glaube, es ist irrsinnig wichtig, dass man sich eins nach dem anderen vornimmt und nicht alle Probleme gleichzeitig lösen möchte, weil dann ist der klassische Fehler oder das klassische Problem, dass es dann zu viel wird. Deshalb sukzessive auch immer einen Plan im Hintergrund haben, mit dem man die Schritte eine nach dem anderen abarbeitet. Also wir wollen natürlich noch weiter wachsen. Ich sehe großes Potenzial in der Smart Inspection. Wir sind jetzt seit kurzem auch Partner offiziell von Boston Dynamics. Ich habe den Spot heute dabei, er liegt da neben mir. Das macht uns irrsinnig stolz, eröffnet uns auch neue Möglichkeiten. Aber nach wie vor werden wir natürlich mit Drohnen und Robotikinspektionen in Österreich und vor allem in der Dachregion wollen wir die Nummer 1 sein. Und das ist unser Vorgehen, so sehe ich uns in 5 Jahren.